Und die Frage ist in diesen Zeiten immer, wo bekommt man eigentlich Informationen her? Und vor allem viele junge Menschen, auch viele mit arabisch-muslimischem Background, die gucken in erster Linie schon auch auf TikTok. Und das Problem ist letztendlich, dass viele Informationen ja gar nicht bestätigt sind. Da wird auch viel Propaganda verbreitet. Ja, man muss wirklich sagen, das ist ein Riesenproblem. Denn vor allen Dingen, man sieht es ja auch hier in Deutschland, dass zum Beispiel Clangrößen aktiv sind, pro-palästinensische Positionen einnehmen und natürlich versuchen, damit die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Aber aus meiner Erfahrung, die Jugendlichen, die ich kenne, die haben das gesehen, die beschäftigen sich damit, die fragen danach und das ist ganz gut. Aber man muss sagen, die sozialen Medien spielen eine große Rolle. Rausgehen und alle Läden kaputt machen und alle Sachen kaputt machen, dann hören die auf. Weil die denken dann, es wird alles kaputt gehen. Lieber hören wir mit Krieg auf, lieber sonst wird alles kaputt in Deutschland. Es sind klare Aussagen, die erschrecken. Ein Austausch zwischen dem TikToker Barello, hier im weißen T-Shirt zu sehen, und seinen Freunden. TikTok, eine der größten Social-Media-Plattformen, ist häufig die wichtigste Informationsquelle von jungen Menschen. Barello selbst hat derzeit 90.000 Follower auf TikTok. Seine Livestreams schauen bis zu 50.000 Menschen gleichzeitig an. TikTok sperrt den Account von Barello bislang nicht. Die Aussagen beschäftigen aber den polizeilichen Staatsschutz sowie den Verfassungsschutz. Die deutsche Polizeigewerkschaft fordert ein hartes Vorgehen. Also zunächst einmal ist es der eindrucksvolle Beleg, dass wir im Bereich der Integration krachend gescheitert sind in vielerlei Hinsicht. Und jetzt ist es wichtig und auch an der Zeit, deutliche Zeichen zu setzen. Wer hier mit terroristischen Organisationen sympathisiert, wer hier zu schweren Gewalttaten und Straftaten aufruft oder aber wer unsere Verfassung in Gänze ablehnt, der hat dieses Land zu verlassen und erst wieder den freien Fuß in seinem eigenen Heimatland zu setzen. Das gilt im Übrigen auch für diejenigen, die die doppelte Staatsangehörigkeit hat. Aber nicht nur dieses Video ist überall. Auf der Plattform X kursiert ein weiteres Bild. Aufgerufen wird gestern zu einem muslimischen Gebet in Richtung Mekka, direkt vor dem Brandenburger Tor. Es ist eine eindeutige Machtdemonstration, die hier stattgefunden hat. Ein öffentliches Gebet ist jetzt nicht unbedingt etwas Alltägliches im Islam. Es ist offenkundig, dass man sich dort verabredet hat, um ganz einfach auch eine öffentliche Stellungnahme abzugeben. Wir sind präsent, wir vereinnahmen den öffentlichen Raum für uns und vor allem auch das Brandenburger Tor als Symbol der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wird damit gekapert, muss man sagen. Nach wie vor durchflutet auch Hass die Social-Media-Landschaft. Die Plattformen kommen nicht hinterher. So löscht TikTok vor kurzem 500.000 Videos mit eindeutigem Bezug zum Terrorismus und radikalem Islamismus.